Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Wieder auf Tour, wieder auf Achse. Wo sind wir heute? Lasst mich mal das grob so einschätzen, ganz grob zwischen Bangkok und Saraburi. Chang Cheng Chao ist ja schon wieder hinter uns dann da, ne? Aber so, ja, Chang Cheng Chao, da in der Gegend. Und da haben wir Folgendes vor. Lass mich erstmal überholen hier. So, da haben wir Folgendes vor. Meine Lieblingsfrau möchte ihre Vögel abholen. Die Electus-Papagei. Und da, wo wir jetzt hinfahren, das ist so ein Züchter. Der hat also eine recht große Vogelfarm mit Papageien, auch jetzt Electus. Und da werden wir die jetzt heute abholen. Wir hatten eigentlich vor, dass wir uns dann treffen am Treffpunkt von Chang Cheng Chao, oder wie der heißt. Aber es hat sich anders ergeben, wie es halt immer so ist in Thailand. Ne? Wir haben uns anders jetzt hier geplant. Na ja, gut, egal. Auf jeden Fall fahren wir jetzt da selber hin. Und ich denke mir, könnte ein interessantes Video werden, wenn... Obacht! Wo fahre ich hin? Geradeaus. Wenn er es zulässt, dass man da Video macht, das wissen wir jetzt noch nicht. Ne? Weil einige möchten, dass er dann doch nicht da, wegen der Farm und so, ist ja alles dann nicht so hübsch, wie man sich das da so vorstellt, ne? Ist ja klar. Wenn du da irgendwie bei so einem Schweinezüchter hinkommst, dann da, weißt du, das sieht alles auch nicht so toll aus, ne? Wie man sich das so von den Bildern so vorstellt dann da, ne? Aber wir werden uns das mal anschauen. Ich habe mal von der Farm auch schon mal so kleine Facebook-Fotos und Videos gesehen da. Ne? Und dann gucken wir uns das heute mal an. Electus-Papagei. Entweder google dir mal, wie die aussehen. Vorgestern hatten wir noch ein Video gemacht hier von wegen vom Chaku-Chaku-Markt. Und da waren die dann auch drauf. Ne? Mann ist grün und Frau ist rot-blau. Also sieht sehr schön aus und recht große sogar. Der Preis, was haben wir jetzt gesagt hier? 6.500, ne? 6.000. Einer. Kann der Discount. Kann das Discount, ja klar. Ich gehe nur Discount machen jetzt hier, ne? Dann, was ist das, wie hat gesehen heute? Deutsche! Deutsche! Ja, in dem Hotel. Was ist das, gut im Hotel nicht? Im Hotel, wo wir da heute übernachtet haben, wir haben ja irgendwo dann da jetzt gestoppt, dann da gestern Abend wurde es auch dunkel, wo wir dann noch gefahren sind da und das war ein bisschen Drama gestern noch, da hat es geregnet wie Sau dann da und dann waren wir erst noch abgebogen, da war so eine ganz, wie soll man sagen, wirklich also Hinterweltler, Bungalows da, ey, da war wirklich Arsch der Welt, da bin ich wieder abgehauen, da, ey, Scheißdreck da. Naja gut, egal, sind wir dann. Wo waren wir da? V-Hotel, naja, scheißegal. Auf jeden Fall waren wir dann da und da in dem Hotel, da haben wir dann so einen Trupp dort kennengelernt, die arbeiten für Red Bull. Und das waren 6 Deutsche da und die bauen die Maschine da um für Red Bull. Und wie lange arbeiten die da? 6-7 Wochen arbeiten. 7 Wochen. Ne? So lange arbeiten die da. 10 Stunden am Tag, 6 Tage mit die Woche. Ohne Feiertag. Ohne Feiertag. Sogar am königlichen Geburtstag haben die gearbeitet. Ich war schockiert. Ich war schockiert, also das würde ich ja nie machen. Am königlichen Feiertag hier da irgendwie arbeiten. Das könnte ja gar nicht. Aber die sagen, nein, die Maschine muss laufen. Geschäft geht vor. Ja, das denke ich natürlich auch. Das ist auch wichtig. Ja, gut, also das mal dazu und jetzt werden wir mal gucken, dass wir die Farm da finden. Das machen wir jetzt. Komm. Oh, schön, Tat. Kauf uns ein Boot, ne? Schön, toll. Oh. Komm. Das ist aber hübsch hier, du. Das ist aber hübsch hier, du.
Sie som som, links, let abbiegen. Sie som som, rechts abbiegen. Glaube. Ich habe gesagt, kann nicht abholen. Glaube. Oder. Bye, langsam. Glaube. Sie som som, Papa, hier. Nein, ja. Mach den Anfang, ich weiß nicht. Wo sind wir jetzt wieder hier? Mitten in der Pampa hier, du. Aber echt, ey. Was ist das denn? Wieso leid? Oh, Spaß. Was ist das nun? Guck mal. Hi. Ui, Thai Style. Oh, mehr und Thai Style. Oh, mein Buddha. Oh. Sie kann die wieder umdrehen hier, du. Kann das bitte. Der hat Auto und so. Der hat kein Auto, der hat nur Moped. Doch. Hier, back hier. Doch, der hat ein Auto. Der hat ein Auto. Du bist ja doch ganz kleine, du. Ganz kleine. Also. Hat Haare. Federn, Schatz. Haare, ich habe Haare. Die haben Federn. Federn. Also, Mann grün. Frau rot. Frau ist noch gar nicht rot. Und das ist noch ein bisschen dran, ein ganz klein bisschen. Hoi. So. Hey, wie heißen die denn? Haben die auch noch gar keinen Namen für, oder? Was sind das? Cocktail. เพราะว่าผมมาทำจากบ้านนู้นอ่ะคือทำไม่ได้มีแมวมีอะไรเงี้ยนี่คือ Cocktail แล้วเราล็อกไว้อย่างนี้อ่ะ hier mit dem Kamm oben ja richtig gell aber nicht Kakadu nicht Kakadu Cocktail อันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นบีโน่ครับสีกับบีโน่มันจะมีรูติโน่บีโน่อ่ะ hier die Nymphensittiche Nymphensittiche เพราะว่าผมเคยเลี้ยงนะฮะต่อคือมือคากาดูไอ้นกอะไรที่สีขาวคากาดูชอบเผือกไม่ใช่ปลาไอ้ปลาจิกไข่ทำร้ายลูกอะไรพวกนี้Nicht so dicht dran gehen, weil die wieder am Gebrüten sind. Ich hoffe, es geht drauf. Also das ist hier Elektrus. Vorne ist Mama, rot. Und hinten ist grün. Ich hoffe, es geht drauf. Lori, Lori. Lori hatte auch, ja. Also wenn jetzt Fremde kommen, sagt er, weiß, dann kriegen die Angst dann da und dann werden die so, vielleicht machen sie Eier jetzt kaputt dann, ne? Lieber ein bisschen Abstand halten dann da, ne? Sie machen Leute, you take some Kinder, you go away. Wer, sie hier? Wer ist das denn da? Ich sehe jetzt gar keinen da. Ach, da sind nochmal welche. Da ist nochmal wieder einer hier, ah. Ja. Ob es drauf geht? Ja. Papa grün, ne? Es wird jetzt umziehen vom da, vom hierher. Dann er noch nicht fest hier, bevor vom Bass und die Stauben. Ja.ตอนนั้นคือตอนที่ส่งไปอ่ะคือชุดเขาอ่ะเขาเนี่ยคือฝากเขาไปถึงนี่เองอ่ะเขาพาเขาไม่ไม่รับเขาต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 าเขาไม่ไม่รับเขา
dieselbe Familie wie die haben mit dem großen Alexander. Aber das ist, die sind ja kleiner, ne? Das sind kleinere dann. Ne? Ganz schön laut bei dir, du. Hast viele Farben von dir. Ja, selbe sind schön, ja. Was seid ihr denn hier? Was ist das denn hier? Das sind Hühner, oder? Hühner! Was machen die hier? Ja, ne? Das sind ja die, die ich noch haben wollte, die hier noch. Ne? Oder man macht Haare, komm aus, dann ist es nicht gebockt. Solai. Ach so. Wird nicht verkauft. Das ist ein schöner Dern, das ist ein schöner Dern. Ne? Aber laut. Hier so. Aber ich. Was ist das denn hier? Darf man nicht packen. Die Eier kommen leicht. Oh. Ach, deswegen machen die so auf. Ja, ja, guck mal, die Haare. Ja, auf die Federn, ja. Jetzt gibt es nochmal Schulung hier, wie man die füttert. Wie weiß, machst du da hier mit dem Schlauch da, ne? Mit dem Schlauch hier, mit dem kleinen hier. Der muss tief in den Hals rein und dann, jawohl, hier. Voll machen. Genau. Und zack, voll. ผมก็จะให้เขาค่อยๆนี่ไปแต่ถ้าผิดพลาดอ่ะอันนี้มันจะลงหลอดลมแล้วแต่ว่าเราเก็บถ้าอันนี้เราก็บีบเข้าไปจะถ้าเราแบบไม่สะดวกถ้าใช้แบบใช้ช้อนได้ไหมช้อนก็ได้ครับช้อนก็ได้เพราะว่านกโตแล้วโอ้ช้อนก็ได้ใช่ครับแต่ถ้าโดยปกติที่เขาฝึกกันนะจ้าเขาว่าที่เขาฝึกเป็นนกบินอะไรเงี้ยให้มันเข้ามาหาพอแบกอะไรนะครับ Kommt da schon sofort an hier, wenn er kommt mit der Spritze, dann wissen sie schon gleich. Die Dame ist schon rot. Und wie viel Mal am Tag jetzt? Wie viel Grad hat es? 36 oder? Das passt nicht. Nein, lass. Das ist nicht gut. Dann diese Backofen noch so, oder? Backofen, genau. Backofen kann man gut sagen, das passt. Er mag meine Nocturnal. Ach, die waren hier noch drin? Ja. Und wie alt sind die jetzt genau? 35 Tage. 35 Tage. Das ist aber früh, ne? Backofen. Kannst du die heute Nacht noch mit ins Bett nehmen? An deine Brust legen? Nein. Brauchen die das nicht noch ein bisschen Körperwärme? Weil wir haben ja keinen Backofen. Also schon, wir haben Backofen, aber mit 200 Grad. Das war eine gute Idee.
hat er etwas angerührt mit kochendem Wasser, mit kochendem Wasser. Natürlich erstmal warten, bis das jetzt dann kalt ist. Ne? Muss um check also man yang so hart to dick ni. Ja. Also, das muss dann natürlich nicht kochen, ist ja klar, ne? Aber dann so wie bei Babys dann, ne? Dass es dann angenehm ist da fürs Baby so, ne? Also machst du denselben Hauttest wie bei den Babys auch, ne? So ist das heiß, ist nicht kalt, ne? แล้วก็เพิ่มอาหารเพราะว่านกชนิดเนี้ยคือเขาไม่สามารถขยายกระเพาะตัวเองได้ถ้าเป็นนกชนิดอื่นอ่ะคือเขาถ้าเราอัดแน่นเงี้ยกระเพาะเขาก็จะขยายใช่ไหม This is the deep here bash bag อะไรใช่ไหมมันคล้ายเนี่ยมันคณิกวิธี from เอสเอ็นเอมุสุนล่างซ้ำสวรรค์สิกมิดมิดิตอะไรSpäter komm mir. Dann melden die sich schon. Dann melden die sich schon, weil wenn die jetzt größer sind, dann melden die sich schon und sagen, ich habe Hunger, ja. So, zack, zack. Jetzt mal die andere Spritze hier. Dann halt sie, ja. Aber ich nicht pfeife, weil ich werde jetzt gehen, oder? Ja. Und das ist auch so. Hast du schon Namen? Nein. Sind noch Namen los? Ja. Oh Gott. So, noch ist die Bänkechen. Ja. Frage war noch. Wie oft wird's füttern auf der Heimfahrt? Vom Heimfahrt. Seven-Eleven hot water vom 7-Eleven. Ja, ich meine, einmal, zweimal, dreimal, wie viel Mal müssen wir dann da dreimal am füttern? Tag. Dreimal am Tag. Aber also, muss ich check also vom hier ganz dick an you. Wenn dick nehmen. Wenn er so dünn, dann ja. Okay, also dann einmal auf der Tag. Same guy, ja? Vom hier warten, ich sehe, wie heißt es? Kropf. Kropf heißt das Ding, glaube ich. Das ist ein Hunger. Oder man Kitchen. Kitchen. Man Hunger bestimmt noch. Ja, Name. Wir haben echt noch keine Namen jetzt hier, ehrlich gesagt. Also. Also, es werden ganz hübsche Werte, das dann da, richtig große da. Jetzt fehlen noch Namen. Also Aufrufe wieder an die Community. Wie sollen die zwei denn heißen jetzt hier? Letztes Mal hatten wir ausgewählt Cindy und Bert. Das hat mir ganz gut gefallen. Jetzt macht hier nochmal mal Namensvorschläge hier für die Großen hier. Angst, Angst, Angst. Der ist freudig erregt. Was denkst du denn, wenn der in deiner Hand ist hier? Ja, ich weiß nicht, wie der heißt hier. Blasius. Nee, ne?
ist nicht schön. Oder auf Französisch Blaze. Die Dame, ja, die wird noch hübsch, die Dame. Ja, klar, die ist noch nicht so weit, ne? Die wird noch hübsch hier. Ja, diese hier, diese Dame. Die ist ja schon hübsch da hinten, da. Die ist ja schon hübsch hier. So, aber diese hier, oh, ich bin gegen Licht hier. Aber die Mann so gut. Egal. Wächst noch. Ja, jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, wieso ist denn jetzt der Uwe und die Korn so schnell wieder aufs Pattaya zurück? Ja, das hat folgende Gründe, und zwar das, was ich zum Erledigen hatte, ging schneller, wie ich eigentlich dachte. Und dann sind wir abends so hier Pattaya langgelaufen, tagsüber auch hier, ne? Hatten da ja ein bisschen was zu tun da in Pattaya, und vor allen Dingen dann abends, wir waren sogar auf dem Beachrund waren wir mal, wir waren sogar in der Sängerbahn. Aber sag mal, was ist denn aus Pattaya geworden? Ist das noch Pattaya oder ist das jetzt mit Mumbai? Ist das nur noch Inda? Inda, nur noch Inda. Also Wahnsinn, was sich da jetzt verändert hat in den Jahren, muss ich sagen. Und sind das jetzt die neuen Qualitätstouristen, die man mit Pattaya haben möchte? Boah, ich weiß es nicht. Ich habe mir da kaum noch Farangen jetzt gesehen, oder? Du, Korn? Ja. Nee, ne? Gar nicht. Dann muss normalerweise, wie muss ich sagen, oh, Farangen, aber jetzt nicht mehr Farangen. Oh, India. Also wirklich, du, was hat sich das so jetzt verändert? Aber man merkt das dann schon, also Thailand will ja Inder nach Thailand holen. Und das sind ja die neuen Qualitätstouristen. Und das hat wohl funktioniert, muss ich sagen. Also da wirklich, du, mein lieber Scholli. Naja gut, hat mir also nicht mehr so gut gefallen, muss ich sagen. Ich bin nach Hause. Und ja, dann fing ja mit dem Porn an, da hier kommen Vogel holen, da Vogel holen. Wir haben doch alles fertig hier, ne? Ja, und wir kennen ja schon alles in Pattaya, weißt du, oder? Ne? Wir kennen ja alles da schon. Und dann haben wir gesagt, komm her, dann fahren wir noch auf den Markt da hier, Chak-Chak-Markt da, und dann Vogel holen. Und dann gehen wir wieder nach Hause ins Paradies. Zu Hause ist doch am schönsten, oder? Und? Ja. Ja, zu Hause ist doch am schönsten hier. Ja, gut, haben wir mal die Reise da jetzt gemacht hierher da, und naja, aber dass es uns da jetzt so hinzieht nochmal, du, nach Pattaya. Also ich habe ja da wirklich, haben wir da Deutsche jetzt gesehen, du? Also ich habe nur Inder dort gesehen, ehrlich. Inder und Engländer. Zählt aber Engländer? Ja, richtig. Ne? Und, also nicht mehr so schön, ne? Nicht mehr so schön. Bokeskrieg waren wir gar nicht da, sind jetzt gewesen. Wir haben so viel gesehen, die Walkers, die, dann wir haben gesagt, nein. Da waren wir gar nicht da. Ich glaube. Hat noch Kebab gegessen, Kebab. Das ist klar, ne? Aber auch wieder, ehrlich, du. Wie heißt der Film noch? Da geht Michael Douglas hier. Alter Film schon da. Er war da in McDonald's drin, da weißt du hier. Und Defense, ja, genau. Hier Bilder alle, weißt du, hier Big Mac und geil, da weißt du, hier voll fett, ne? Und dann kommt da sein Hamburger da, und da war nur so ein fluttes Ding da in dem Movie drin, da hat er sich aufgeregt dann da, ne, ja klar, aber ey, du, so ging's mir da auch in Pattaya, ehrlich, du, er kommt mit der Speisekarte an, hier voll der fette Kebab da, ne, halbes Kilo Fleisch drin, du. Da kommt ein Brot an, weißt du, kommt ein Brot an mit der kleinen Schicht Kebab drin da. Ach, ich sagte, Mensch, du regst dich da wieder auf dann da. Und, ich hab's gefressen und dann war auch scheißegal. Ich denke, ich habe Urlaub, ne, reg dich nicht auf. Wo ist dein Zeug auf und sei ruhig, ne? Ja, aber ehrlich, du bist wieder voll verarscht, ne? Oder? Eine Foto soll fetter Kebab da, ehrlich, du extra. Big, ne? Richtig dick dann da, hab's dann auch noch mehr dafür bezahlt, ne? Ach Gottes Willen, naja gut. Am besten meine Frau macht mir einen Kebab, ehrlich.
Ich bin glücklich, du Echte. Ich kann das auch. Naja gut, also jetzt mal zum Thema Pattaya und Inder. Naja, also jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Hause. Vögel haben wir drin da, alles schön. Die machen auch schon Geräusche hier. Ob die schon wieder Hunger haben, weiß ich jetzt nicht. Was ist das für ein Geräusch? Petrille. Also die haben wir drin. Ob die Hunger haben, gucken wir dann da. Der Verkäufer sagt ja jetzt nichts, füttern da wie bei der Autofahrt, das wird ja nicht so gut jetzt bekommen. Aber wenn die so laut Geräusche machen, dann haben die Hunger, oder? Gerade zwei Babys auch. Nein. Aber wie hat keiner Hot Water? Aber wie hat Mio? Aber muss backen, selber in die Winter. Ja, dann heißt Wasser ist doch kein Thema hier, da kannst du mal holen, wenn die noch Hunger hätten haben sollen. Mhm. Apropos Hunger. Du hast Hunger. Ich habe auch schon wieder Hunger. Nein, darf man nicht essen. Doch, ich habe auch schon wieder Hunger. Und eine Autofahrt macht mich hungrig hier. Jetzt, wo sind wir eigentlich hier? In? Da war Buri am hinter uns, ne? Bak Chong. Khao Yai. Bak Chong, Khao Yai. Welcome to Nakhon Ratchasima. Da steht doch schon dran, hier. Nakhon Ratchasima. Hier sind wir jetzt ganz genau. Aber nicht hier, da. Hier. Viele Grüße. Wir fahren gerade durch. Hier, zeig mal, wo wir sind hier. Gerade bei Schilder hier. Welcome to Nakhon Ratchasima. Buriram Chayapu. An der Gabelung rechts halten. Mach ich doch mehr. Ja gut, gehen wir erstmal. Ich will essen gleich mal, wa? Halb zwölf. Ja. Gehen wir mal ein bisschen. Ja gut. So, wir sind jetzt Mahasarakam. Das heißt, noch 3 Stunden müssen wir fahren. Wir werden aber noch ein bisschen länger brauchen, weil wir werden noch einen Stopp machen eben in Somdet beim Uwe. Und da werden wir den Rollator auch noch abholen. Das machen wir noch geschwind hier auf dem Weg. Ich habe da schon Kontakt aufgenommen. Er sagte, er ist dann da und dann sind, um 5 Uhr sind wir dann ungefähr da. Und dann können wir noch geschwind eben den Rollator reinschmeißen. Und dann ist der auch abgeholt und dann kann nämlich Lee, der kommt ja auch noch. Also jetzt zur Zeit passt Poi auf die Hunde und auf die Vögel auf dann, ne? Weil ich habe schon jetzt gelesen, einige fragten auch schon nach, wer passt denn jetzt auf die kleinen Racker auf da, ne? Also Poi ist jetzt da, der hat das jetzt übernommen und später kommt dann auch noch Lee, will dann auch noch kommen, der hat dann auch noch was zur Arbeit bei uns dann, haben wir gesagt, aber jetzt zur Zeit macht es dann Poi so. Alleine. Wir sind aber dann ja wieder da, dann ist es ja auch nicht mehr so arg dann tragisch dann da. Er kann das, Anni. Er kann das gut, er kann das gut. Ach, der Adolf ist ja wirklich, also die zwei, auch ganz dicke Freunde, du. Ehrlich, du, also Adolf und Gepoi, muss ich sagen, da, ne? Adolf hat natürlich einen zum Spielen. Kann ich schlafen zusammen. Aber das machen die auch gerne, dann schmeiß ich auch auf dem Boden dann da. Ne? So. Nee, Adolf hat dann auch einen zum mit Ballspielen dann da, weißt du. Poi macht das auch gerne hier Ball schmeißen. Schon ist er happy, ne? So. Also, das dann. Zurück zum Thema. Jetzt Rollator, der ist also angekommen und der Uwe hat ihn dann mitgenommen. Airline dann eingecheckt hier. So wie ich das da meine, hat das dann so gemacht. Der ist jetzt sportverletzt dann, ne? Und dann den Rollator mit, dann passt das, ne? Ich glaube, man muss auch dafür nichts extra an jetzt Gewicht berechnen dann, ne? Und dann rutscht das dann. So, auf jeden Fall, der ist angekommen. Der Jagetskoschi hat den ja in eBay Kleinanzeigen jetzt gefunden und hat den dann jetzt gekauft. Und der Uwe hat den dann mitgenommen. Das hat von der Zeit her also wirklich gerade auf den Tag genau jetzt gepasst. Denkt an die Story, geht da von DHL. Und aber jetzt ist er da und dann, wenn Lee dann kommt und dann fertig ist mit Arbeiten, dann kann er den dann gleich mitnehmen nach Mama.
Ah, die wird aber Freudentränen da mal kullern lassen, das sage ich euch doch mal. Die ist dann also schon, die ist schon ganz aufgeregt. Die ist schon ganz aufgeregt da und da muss das Teil auch dann noch hin, hier, zack, zack, ne? Dass er sich wieder ordnungsgemäß bewegen kann. Dann. Ja, also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Koschi und an Uwe. Ja gut, den sehe ich ja gleich noch, den Uwe, ne? Aber vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Weil jetzt allein schafft man das nicht mehr. So, wir haben echt in der Tat den Rollator hinten drin. Man glaubt es nicht. Oh, eine scharfe Kurve hier, eine scharfe Kurve. So, aber Kamera, Uwe wollte das jetzt nicht, er sagte schon vor, der wollte lieber im Hintergrund bleiben. Das muss natürlich akzeptiert werden, das ist ja klar. Rollator hinten drin, wir sind begeistert. Hat wunderbar jetzt geklappt dann da und mit Thai Airways und er ist dann so rein als ne, Behinderter oder so, ne, klar, Sportverletzung, passt dann da. Ne. Hat gut geklappt, abgeben in Frankfurt und dann in Bangkok wieder abholen, einwandfrei. Ne. Also, der ist jetzt drin. Ich zeige den gleich noch, wenn wir zu Hause sind. Und dann müssen wir jetzt aber auch nach Hause, echt, wir haben uns schon, guck mal. 5:30 haben wir jetzt schon, die Vögel haben noch gar nichts wieder jetzt gefressen und machen auch schon jetzt Geräusche da. Und meine Fische sollten auch mal ins Aquarium rein hier. Also jetzt aber noch eine Stunde nach Hause. Und dann zeige ich euch gleich noch den Rollator. Original, die Mama, die ich jetzt vorher hatte, genau derselbe, ganz genau. Ne? Und außer ein paar kleine Kratzer da, aber das ist ja Mama scheißegal. Also, da spielt ja gar keine Rolle. Hauptsache die Thermotechnik stimmt. Nochmal die Lager nochmal abschmieren. Und dann ist das Teil wieder wie neu. Ne? Also. Jetzt aber nach Hause. Auf geht's. Leo, Leo, bye bye. Nun muss man sagen, diese Straße hat Deutsche. Ach so, ja, hier in dem Ort. Also, da hat es jetzt schon mal zwei Uwes hier. Also, hier hat es schon mal zwei Uwes. Da hat es noch einen anderen Uwe, der wohnt in demselben Ort hier. Und ja, einen dritten Uwe hat es auch noch, der wohnt aber dann in nochmal eine Stunde weg hier. Ne? Nicht eine Stunde weg. Ja, wir fahren noch eine Stunde jetzt. Nein, komm, ja. Ja gut, der Uwe, ja. Der wohnt in demselben Ort, das ist ja, richtig. Ja, ja. Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, mit drei Uwes hier, ne? Also. Ja. So. Dann haben wir einmal jetzt Uwe, jetzt Rollator. Einmal haben wir noch hier den anderen Uwe. Und wir haben noch den richtigen Uwe. Geil. Also hier, drei Uwes hier, muss ich echt sagen. Also das ist schon eine ziemliche Häufung. Muss ich echt sagen. Also jetzt beim Daimler hatten wir nur zwei Uwe. Echt? Wir waren sich jetzt am Teilung da. Da gab es schon zwei Uwes. Und hier hat es schon drei. Ne? Schlimm, oder? Schon extrem, ehrlich, du die Auswahl hier. Ja gut, also jetzt aber, komm, ab nach Hause jetzt. Zack, zack, zügig hier. Begrüßung hatten wir schon hinter uns. Das war eine stürmische Begrüßung. Das kann ich euch mal sagen, du. Da hätte keine Kamera jetzt gehalten hier, du. So, also. Da ist er. Da ist er, das gute Stück hier. Halleluja, was für ein Drama, was für ein Ärger. Aber jetzt ist er endlich da. Paul, hol den nochmal raus. Das gute Stück hier. Nee, ganz schwer sein von Mutter. Sehr schön, jetzt was Alu. Kann sein, dass der schon jetzt was Alu ist. Ja. Dass wir den jetzt leichter jetzt gemacht haben. Komm, ja, ich dann noch. Halt, stopp. Hier ist die Klammer dran hier. Hier machst du die Klammer dran. Da also hat Sam. So, machst du es weg hier, aufmachen. Ey! Halleluja! Ja, Alter, du. Ach, du, was für ein Drama. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Jetzt ist er hier. So. Mensch, da kann Mama sich aber jetzt freuen, du. Das sag ich dir, du. So. Räder. Na? Alles super gut. Ein paar Kratzer hat er auf der anderen Seite. Scheißegal, ja, ja, scheißegal, ehrlich. Ne? Spielt keine Rolle. Aber jetzt ist er da. Vergleiche nochmal die alten.
Ja, ne, also das ist natürlich hinüber. Und Mama ihrer war hier, das ist ein anderer. Guck mal, eine andere Farbe drauf hier. Das ist eine andere Farbe gewesen. Okay. Gut, also. Zack. Da tausche ich noch die Räder aus. Die werden ja wohl auch noch kommen. Und dann hat Mama den dann hier. Und den neuen nimmt sie dann mit nach Hause und dann kann sie glücklich sein, wa? So, gleich die Fische mal rein. Sieht aus, als wenn es alle überlebt hätten. Einmal die Panzerwelze. Okay. Dann die Malawis. Ich glaube, sieht auch alles gut aus. Okay. Passt eigentlich auch. Ah, die Sumatra-Barben, 50 Button Beutel. Wo ist der andere Beutel? Hier der andere Beutel. Sieht gut aus, ne? Ich glaube, wir haben es alle überlebt, ehrlich du. Egal, ey. Gut. Temperaturausgleich und dann Wasser nachfüllen. Auf jeden Fall erstmal langsam, langsam. So, jetzt hier. Alle haben es gut überstanden, auch die beiden hier. Die beiden Nobodies hier. Hast du eine Spritze? Nein, noch nicht. Meine ist so heiß. Ist noch so heiß, ja, dann warten wir ein bisschen. Also, ein bisschen warten, darf nicht zu heiß sein. Aber gar nicht machen heute. Nee, aber im Auto, aber nur wenn wir standen an der Ampel. Hey, weiterfahren, weiterfahren. So kam es mir echt vor, du ehrlich du. Wenn wir dann jetzt gefahren sind, dann war es okay. Seht ihr schon die Augen auf? Hat er auch schon Augen auf? Ja, zwei. Beide haben Augen auf. Ja. Okay, gut. Dann warten wir noch ein bisschen mit Füllern. Boah, und fällt dir was auf? Weiß ja nicht. Das schreit nach einer neuen Serie. Eine neue Serie. Unsere Elektus-Papageien. Machen wir. Ist klar, machen wir natürlich über den Wachstumsfortschritt. Machen wir das. Und. Ja, wir müssen erst noch ein bisschen trennen hier noch, ne? Von den Hunden, ist klar. Ne? Das wollen die nicht hier. Gerade mit Ella, unser Mörderhund hier. Ne? So. Also die Dame. Die muss Hunger haben jetzt. Die muss Hunger haben jetzt, du. Rinnenhals. Was ist denn jetzt, ne? Nicht Profi. Nicht Profi. Ja, gut gemacht. Geht doch. Ja, du musst Hunger haben. Du. Ja, Hunger. Meinst du, wie die Hunger hat, du? 9 Stunden war jetzt die Fahrt. Ja, mit Schlauch würde jetzt ohne Kleckern gehen, ne? Aber. Und noch keine Kuchen mit dem Schlauch hier. Jetzt muss auch schnell gehen, weil wir jetzt Hunger haben. Hunde wollen auch rein. Die riechen schon, hier ist was anderes drin hier. Na? Ja, machen wir eine neue Serie von, ist klar. Und werden wir euch mal so hier, vielleicht so gewöchentlich, wa? So wie auch mit den Welpen. Oh, ich Hunger. Ja. Die Welpen sind ja weg. Und ja, dann schreit das ja echt nach einer neuen Serie, ist ja klar, ne? Also. Sehr belohnt. Machen wir. Huda. Demnächst in diesem Tag. Ja, Balu, Huda. Geht. Diese wird geht. Diese nicht. Mit dieser geht. Ja, mit Schlauch ist natürlich ohne Kleckern dann, aber so ist. Die haben Hunger jetzt ist klar, ne? Ne? Wie viel kriegt er jetzt? 20. 20, okay. Ist er gleich drin?
komisch. Ne? Also, wir machen neue Serie. Ist klar. Ich guck mal nach den Hunden, dass hier mal Ruhe ist im Puff. So. Wir haben zwei Tote von den Malawi zu beklagen. Zwei von den Gelben. Von den Sumatra-Barben. Alle überlebt. Da liegt einer von den Toten. Da liegt einer. Na gut, bisschen Schwund ist immer dabei. Und von den Panzerwelzen, haben auch alle überlebt. Und das sind sogar die Schönen hier, guck mal. Das sind sogar die Schönen hier. Komm, auf den Namen jetzt nicht da. Geh doch mal weg hier. Du nicht. Da. Da kommt er. Warte. Da, in die Ecke. Oh, der ist aber auch flink, du. Na? So ein Flinktor, also davon haben alle überlebt. Die sind so ein bisschen mit Gelb drin, die hier. Na, was hat er da? Ne? Also haben alle überlebt, nur zwei von den Malawis haben nicht überlebt. Ja, da waren aber auch viele in der Tüte drin. Ne? Gut. Der frisst nur Algen. Der dicke Wels hier. Ne? Der ist friedlich. So Jungs, wir haben halb acht. Halb acht. Es ist halb acht, da oben steht. 19.37 Uhr. Es ist 19.37 Uhr, so hat der Uwe jetzt Feierabend. Nein, der Uwe hat noch kein Feierabend. Tiere haben wir jetzt versorgt, Fische versorgt, Vögel versorgt. Ich habe meinen Koffer ausgeräumt schon. Aber habe ich jetzt Feierabend? Nein, Jungs, ich habe noch kein Feierabend. Ich habe noch nicht mal ein Video für morgen geschnitten. Noch nicht mal eingestellt, noch nicht mal hochgeladen. Das muss ich auch noch machen. So, und jetzt sagt noch mal einer hier, YouTube ist ja nur so nebenbei dann da und das machst du ja nur als hobbymäßig. Jungs, ich sage euch, wenn ihr das vernünftig macht, ist es richtig Arbeit. Aber das ist nur an die 3, 4, 5 Blödmänner gedacht, die wo schon sowas mal geschrieben haben. Die sind aber auch schon raus. So. Meine anderen 6000, wann haben wir jetzt? 6080, 6075. Ihr wisst es ja genau, was das für eine Arbeit ist dann da. Aber jetzt ehrlich, du, 19.38 Uhr, jetzt musst du jetzt noch da. Schneiden noch, hochladen noch. Und Kommentare für heute habe ich auch noch gar nicht gemacht. So sieht das aus als YouTuber. Also Jungs, das nur mal am Rande. Das fertig. Hunde fertig, alles fertig jetzt. So, aber jetzt schenke mir jetzt erstmal nochmal einen, ehrlich. Ich schenke mir erstmal mal einen Hongtong ein, nach dieser rasanten Fahrt heute. Ich brauche das heute wirklich. Nee, aber jetzt ehrlich, du, jetzt brauche ich das nochmal einen Hongtong noch hier. Dann mache ich das noch fertig hier, dass ihr da keine Sorgen habt, dass, wie es ja schon mal war, hier, wo ist der Uwe, da ist der verschwunden oder was hier, wo ist der geblieben, ist der abgehauen oder ist der versoffen oder was hier, dass ihr euch keine Sorgen macht, ne? Ich bin da und morgen kommt ein frisches Video. Also, das war's für heute. Für mich noch nicht. Also, das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und tschüssle. กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอู๋เอิ้นพอนค่ะขอบคุณค่ะชื่อสลีฮาบะเดเอเลยเซบูดอวิดิโอเกอร์อุนเฟียติอาโบ Wer noch nicht abonniert hat, unten rechts Abo-Button nicht vergessen. Und wer meint, dass dieser Kanal unterstützenswert ist und euch dieser Kanal gefällt, wir haben ja keine Mitgliedschaft, aber über eine kleine Geste freuen wir uns auch als Anerkennung. Wir bringen ja auch genug Leistung. Also, das war's dann wirklich für heute. Und tschüssle, ich muss noch arbeiten. Tschüss. Ciao.